So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Anomaly. Wir sind in Mission 14, die letzte Schlacht. Wahrscheinlich ist es auch die letzte Mission des Story-Modus. Wollen wir mal sehen. Das Briefing geht wie folgt: 14. Platoon. Es ist Zeit, diesem Spiel ein Ende zu machen. Also wunderschön doppeldeutig. Unsere Hauptaufgabe ist es, den Prozessor auszuschalten. Wir dürfen ihn nicht wieder entkommen lassen. Unglücklicherweise haben wir bisher noch nichts Neues von Professor Sharp gehört. Wir könnten wirkliche Hilfe gebrauchen. Wollen wir mal gucken, ob die nicht noch kommt. Ja, sicher. What? My people and me, we've been fighting these machines for years, learning about their weaknesses, finding new ways of destroying them as they evolve. And right now, that's all that should matter. But, General, if that processor siphons enough energy, it'll call reinforcements. A flying fortress so powerful, it'll destroy you, me, anything that stands in its way. We must act fast. We must act together. Okay, Sharp. Talk a good game. What do you need? I need you to buy me some time to set up an ambush. See if you can lure the processor away from the ship. So, you want us to attack it? Precisely. It'll engage you as soon as it spots you. When it runs out of energy, it'll return to the ship to recharge. Then I'll do everything in my power to stop it taking off again. Okay, Sharp, good luck. 14, this is the final push. We gotta take this thing down, or we can't let there be an or. Ja, dann ist das hier die letzte Mission. 2500 Dollar, mein lieber Freund. Und wir müssen hier komplett durch. Ich plane erstmal nicht weiter, weil das hat sich in der letzten Mission auch nicht als vernünftig erwiesen. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier anfange, einfach alles zu zerstören. Wir sollen das Ding ja abhalten. Ja, dann sehen wir mal. Also, neuer Squad. Wir sind die letzten Male ganz gut damit gefahren, möglichst wenig zu kaufen. Ich glaube, dann mache ich das auch und rüste die eher auf. Versuchen wir es mal nur mit dreien. Ich habe ein bisschen Respekt vor der Mission, weil es die letzte ist. Okay, jetzt habe ich die aufgerüstet. 500 brauche ich, 600 und 1000 für den Dragon. Dann könnte ich mir natürlich für 400 noch Crawler kaufen oder einen Tank. Oder ich nehme mal dieses Supply-Ding mit dazu und das soll mir auch weiterhin einfach Reparatur-Kits generieren erstmal. Mal gucken, ob das was bringt. Und dann fahre ich hier erstmal rum und mache erstmal alles platt. So. So, ach, das Coole ist, guckt mal hier. Wenn wir da unten diese Reparaturdinger haben wollen, dann sind es nur 5 Kästchen. Es waren ja. Was macht der? Was? Ach du meine Güte. Okay, also der ist jetzt da drauf gelandet und hat so einen ganz normalen
Turm zu einem Superturm upgradet. Na prima, ich freue mich. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es anscheinend schneller geht, hier Reparatursupplies zu bekommen, als wenn ich das auf Bomben aufrüste. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Okay, dann soll es jetzt hier losgehen. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier so alles machen können. Da möchte ich gerne einen Köder hinlegen für den Behemoth. Ach, und da hinten ist wieder so ein Blödding. Dann werde ich da als erstes mal hinlaufen und dem gleich eine Bombe verpassen. So, dann habe ich nämlich hier Ruhe, hoffe ich. Sehr gut. So, dann werde ich erstmal einsammeln. Dann gehen wir das mal ganz in Ruhe und Stückchen für Stückchen an. Weil alles andere macht ja eh keinen Sinn. So, wie fahren wir denn dann weiter? Hier unten lang? Also was passiert denn, wenn ich hier in diesen Kreis reinkomme? Oder fahre ich oben lang? Oder einfach ab durch die Mitte? Nee, ich fahre mal hier unten lang. Vielleicht mal so. Dann gucke ich mal, was der mit mir macht hier. Ja, probieren wir es mal so. Gut, 305, ich habe es schon wieder vergessen, was brauche ich? 1000 ist ein bisschen viel, 600 ist ein bisschen viel, 500 brauche ich mindestens, um weiter aufrüsten zu können. Okay. Ja, dann wollen wir mal sehen. Also, wie kriege ich dafür nichts? Gemein. 5 Stück brauche ich. Dann kriege ich die ja hier, wenn ich die habe. So, hier warte ich ab. Da kann ich höchstens ein bisschen reparieren, aber das sind ja nur die kleinen. So, sehr gut. Dann werde ich den Behemoth hierhin abködern. Werde mir das zwischendrin mal holen. So, jetzt muss ich hier reparieren. Und hoffentlich nicht zu weit weg. Mit dem Kreis. Der macht noch gar nichts. Ah ja, dachte ich. Oh. Okay, dann muss ich jetzt anfangen zu reparieren. Der zerfrühstückt mir hier meine ganzen Sachen. Okay, aber gegen das Shield kommt er auch nicht richtig an. Doch, ein bisschen. Okay, also der schießt auf mich, aber ich schieße nicht auf ihn. Das ist unfair. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach rum und versuche mein Glück. 5 Stück zum Reparieren habe ich noch. Na, mal sehen. Boah. Was für eine Reichweite der hat, ne? So, ich leg mich mal wieder schlafen. Das mache ich ja jetzt in jeder Mission. So, und dann werde ich einfach versuchen, hier mal ein bisschen wenigstens mich zu wehren. Und dann mach den mal platt hier. So, wie sieht das da oben aus? Okay, aber der verliert schon... Der verliert schon eine ganze Menge, das ist gut. Haha. That thing's bigger than a house. There aren't many places it can park its backside. I'm marking them on the tag map now. Okay. Also, das Ding kann noch zweimal landen. Und zwar einmal hier auf dem Behemoth, das fände ich extrem doof. Und einmal auf so einem Blitzding, so einem Ray. Das finde ich auch blöd. Finde ich alles blöd. okay, aber müssen wir wohl durch.
die hier lasse ich dann in Ruhe. Das heißt, die sollen den hier noch platt machen und dann werden wir uns einfach hier weiter bewegen. 575 heißt, ich kann was updaten, nämlich den Crawler. Der ist jetzt voll ausgebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Das nächste wäre 600 für das Shield. Ja, dann soll es mal weitergehen. Was habe ich denn hier noch übrig? Komm her, dann kriegst du hier noch einen Köder. Na, der Crawler macht jetzt natürlich richtig Alarm hier, sehr gut. So, dann sammle ich hier die Supplies ein. Da drüben war noch was, da möchte ich gerne hin. Ich dachte, hier drüben wäre noch was gewesen. Ach, hier unten ist das. Mann, oh Mann. Verlaufen. Verlaufen in Bagdad. Auch nicht die schönste Freizeitbeschäftigung. Gut. Dann haben wir das. Dann gucken wir, wie fahren wir denn hier hinten rum? Da lang. Fahren wir mal so. Mal gucken, was passiert. So, kann ich es ein bisschen schneller machen. Bis jetzt kommen wir ganz gut durch. Wir haben auch noch einigermaßen an Supplies. Da ist ein Kontrollpunkt. Okay. Das ist ja schon mal in Ordnung. Dann geht's jetzt weiter. Komm hier, ich lenke dich ab. Oh. Schiss. Ja, das ist ja relativ beeindruckend. Oh weia, oh weia. Jo, es wird nicht einfacher. So, dann räume ich hier erstmal in Ruhe auf. Noch brauchen wir gar nichts. Sehr schön. Also, los geht's. Das, das. Und das, dann wollen wir mal gucken, gibt es hier irgendwas, wovor ich Angst haben muss? Da muss eine Bombe hin, relativ schnell. Tja, und dann werden wir uns, glaube ich, werden wir die hier mal außen vor lassen, sondern werden uns gleich um die kümmern, um den hier. Alles andere macht ja keinen Sinn. Also, hierhin möchte ich gerne eine Bombe haben. Ah. Junge, Junge, es geht aber auch wirklich ab. Komm, noch ein Versuch. So, und hier, da hinten, der geht mir jetzt schon auf den Zeiger. So, und zurück. Muss ich hier reparieren? Nee, im Moment noch nicht. Da hinten muss ich ein bisschen reparieren. Komm schon, Junge. Ah, jetzt verliere ich das Supply-Ding. Ah, doof. Oh. Tja, dann wollen wir mal gucken, ob wir mit den Feind durchkommen. Ich repariere hier so viel ich kann. Sehr gut, das war's schon. Tja, brauche ich jetzt das Supply-Ding? Muss ich nochmal neu starten oder versuche ich so? Ich glaube, ich versuche so. Hier kann ich nochmal ein bisschen nebeln, das ist auch in Ordnung. Und reparieren. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Ruhe, das heißt, ich werde nochmal die vier Dinger hier aufsammeln. Und dann sollen wir aber auch gleich am besten so fahren, um das Karussaum da zu kriegen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier zu dritt durchkommen. Mann! So, und zurück. Was muss ich hier machen? Einmal ein bisschen reparieren. Gut. Tja, jetzt ist die Frage, ob ich mir doch nochmal so ein Supply-Ding leiste, weil ich ein bisschen wenig an Reparaturzeug habe. Oder ob ich es einfach so versuche.
Also, ich muss ja hier runter, dann fahren wir erstmal dahin. Hier sind noch 1, 2, 3 Blöde und dann wird er dann hier drauf gehen und mir das Shield klauen. So, ein Supply-Teil kostet 175. Um das Shield abzudaten, brauche ich 600. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Schimmer, was da jetzt das Beste ist. Ich glaube, ich probiere es erstmal ohne. Ärgerlich, das zu verlieren. Okay, dann kann es jetzt mal ein bisschen fixer gehen. Hier ist ja nichts los. Ah ja. Und während gerade nichts los ist, kriege ich ein paar Supplies. Das ist gut. Wichtig. Dann versuchen wir es ohne diese Einheit. Mann, ich kriege ganz schön viel. Da kann man sich schon vorstellen, was jetzt gleich auf uns zukommt. Ich habe nur eine Bombe und ich wollte hier jede Menge Bomben verteilen. Das wird nicht einfach. Na egal, wenn es einfach wäre, wäre es nicht die letzte Mission. Unschön, 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 unschön. Mann. Gut. Jetzt werde ich dann aber wenigstens meine einzige Bombe nochmal gewinnbringend hier einsetzen. So, damit das schon mal Schicht ist. So, und hier... So, brauchen die überhaupt Hilfe? Erstmal gucken. Bisschen reparieren. Okay, das sieht ganz gut aus. Dann sammle ich mal eine Runde ein. Was? Ach, das ist wieder so ein Aufstellerteil. Gut, dann ist das nur sekundär die beste Taktik. Dann muss ich möglichst schnell hier an das Ding ran. Oder an das, ist eigentlich egal. Wahrscheinlich an beide. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Mal hier oben gucken. Da sind auch noch solche. Ich brauche anscheinend doch nochmal ein paar zusätzliche Bomben. Das heißt, ich werde das hier nehmen und aufrüsten. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. So, hier soll der sich erstmal ablenken. Dann werde ich ein bisschen Nebel. Noch habe ich ja Zeug. Da kommen schon wieder neue, aber nicht mehr lange. So, tschüss. Nochmal gucken. Da ist eine Bombe. Das ist schon mal super. Dann kriegt der hier was mit. Ja, dann ist das erstmal der Plan. So, den nehme ich mir auch noch. So, die kommen da unten alleine klar. Muss ich was reparieren? Ja, muss ich. Nebeln kann ich auch, habe ich jede Menge. So, und dieser Crawler auf Stufe 3 ist natürlich großartig. Der macht ja alles platt, schneller als man gucken kann. Gut. Noch einen Köder. Da hinten habe ich eine Bombe gekriegt. Das ist wichtig. So, reparieren. Ja, und dann muss ich mich mal um den kümmern. Es nützt ja nichts. Da ist eine Bombe, die muss ich da loswerden. Also, machen wir das so. Wir fahren hier hoch.
fahren hier vorbei und fahren immer rundherum, so lange bis wir ihn erwischt haben. Gucke ich nochmal, das sieht halbwegs gut aus alles. Kaufen kann ich nichts. Dann sollte es erstmal weitergehen. Das Ding verputzelt uns natürlich ganz gewaltig. Dann werde ich erstmal hier das los, damit der wenigstens ein bisschen geschwächt ist. So, reparieren. Ich bräuchte eine Bombe, Jungs. Ich bräuchte eine Bombe. So, jetzt wird's eng. Steh wieder auf. So, und gleich nochmal. Da unten muss ich reparieren, sonst ist die Supply-Einheit gleich im Dip. So, ich... Yes, sehr gut. Ja, es wird sich schon was ausdenken. Gut, jetzt gibt's erstmal da oben ein bisschen Geld. Mein Team sieht ganz gut aus. Das heißt, ich werde hier erstmal das Shield nochmal erhöhen. Dann fehlt mir nur noch 1000 für den Dragon. Und dann muss ich ja da hoch. Tja, und wohin ich da fahre, weiß der liebe Gott. Machen wir so. Dann muss ich mich erstmal hier noch um diesen Behemoth kümmern. Wieso kann ich denn da nicht lang? Ach so, ist eine Mauer. Dann machen wir das mal so. Okay. Gut. Das dazu. Hier die Bombe nehme ich mit, wichtiger denn je. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's noch ein, zwei Sachen, die ich nicht so toll finde. Und dann gibt's jede Menge Sachen, die ich nicht so toll finde. Dann fahren wir hier noch einen Schlenker. Und gucken mal, wo uns das hinführt. Okay, ich mach's wieder ein bisschen schneller.